Hallo und herzlich willkommen, ihr Lieben, zu einer brandneuen Folge Mafia 3. Und wir sind hier dabei, die ganzen Typen hier im Rummelplatz, auf dem Rummelplatz zu erledigen. Und ich hoffe, ich... Zack. Gehe kein Risiko mehr ein jetzt hier. Da muss auch noch einer sein. Eieieiei. Da oben ist der. Okay. Wenn er wiederkommt, lege ich ihn um. Sieh nach, ob er wieder dorthin ist. Der Fixer hat mich unterschätzt. Ach Mann! Den kann ich auch nicht sehen. Okay. Komm, Baby. Zack. Nächster, bitte. So, da kommt der nächste. Okay. Den habe ich nicht richtig getroffen. Oh, das ist ein guter Schutz hier. Jetzt ist er da. Das gibt's doch nicht, dass der immer noch lebt. So. Unfassbar. So, wollen wir mal gucken. So. Hier ist eine ganze Armee. Das gibt's ja gar nicht. So, das Geld haben wir schon mal genommen. Ich habe auch keine Granaten und nix, dass ich die da mal ein bisschen unter Druck setzen kann. Da, oh, da kommt jemand. Oh, oh. Da kommt jemand. Zack. Oh, da ist nicht mehr genug drin. Wir nehmen lieber unser Machine. The Machine Gun. Nein, was machst du denn? Zack. Weg vom Fenster. Ja, ich muss nachladen und dann nimmt er immer das andere Gewehr. So, lade nach. So, so will ich das. Okay, wir sind wieder startklar hier. Da kommt der nächste. Okay. Dieser Hurensohn kann sich nicht für immer verstecken. So, wir gucken wieder. Nein. Da oben ist er. Da oben ist er. Da kommt er. Wow, krass! Folgt mir, ihr Deppen! So. Voll die Mega-Armee hier. Da ist noch einer. Das gibt's ja gar nicht. Mhm. Der Typ hat die Fliege gemacht. Überprüf die Scheiße, du Penner. Jupp, ich hab die Fliege gemacht, genau. Darauf kannst du Gift nehmen. Komm mal her hier, Bros. Da kommt einer. Oh, oh. Oh, der Blick ist schon richtig cool. So, da kommt der nächste. Hey, Leute, so langsam. So, eben nachladen. Jetzt nimmt er die Waffe gleich wieder. Das kann hier noch ein bisschen dauern. Bei so vielen Gegnern. Oben ist auch irgendwo noch jemand. Da kommt der nächste, okay.
Mein Gott, so ein gut gesicherter Park. So, komm her, Bubi. Komm her. Ja, er kommt angetapert. Und wir müssen eigentlich so ganz langsam mal Trauern die später um ihn. Jungs hier fertig haben. Verflucht, der hier ist so kalt. Oh, das war wieder einer mit dem Anzug. Die sind besonders gefährlich. Aber da ist noch jemand. Das ist immer noch nicht alles, scheinbar. Oh, richtig Kohle hier. Was haben wir da? Das war auch Maschine. Nee, das ist eine Pistole. Ja, das ist wohl erstmal. Das war auf jeden Fall eine super Deckung. Da kommt der nächste. Oh, wieder einer mit dem Anzug, oder? Sprich mit mir, mein. So. Ich lasse lieber meine Knarre sprechen. Ein Lieber. Noch mehr. Scheinbar nicht. Weiter geht's. Also hier mit Gewalt eindringen kann man schon mal völlig vergessen. Auf die schnelle Art. Man muss das hier absolut mit Bedacht machen. Sonst ist man schneller tot, als man Papa sagen kann. Die Krake, cool. So. Wir müssen hier lang. Da ist auf jeden Fall schon mal ein Arzneischrank. Arzneischrank. Muss ich hier rein? Da ist ein Arzneischrank. Sehr schön. Diese wichtig. Oh, bleib schön in Deckung, mein Lieber. Die Gefahr ist noch nicht gebannt hier. Huhuhu. Da. Oh, kommen da viele. Krass. Drei, vier Leute. Wow, 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 wow. Nachladen. Oh, von hier aus kann ich aber schlecht schießen. Eieieiei. Oh, mit Maschinengewehr. Eieieiei, geh weg, geh weg, geh weg. Ich muss hier weg. Das ist eine ganz beschissene Deckung. Oh, krass. So, meine Güte. Nachladen, nachladen. Na, brauchst du was zum Aufwärmen? Sag mal, lebt der immer noch? Scheiße, ich muss Heilen. nachladen. Komm her. Schafft uns. So. Meine Güte, ist das gut beschützt hier. So, schauen. Jetzt brauche ich auch erstmal eine andere Wumme. Schön in Deckung bleiben. Die gibt er mir nicht, die schöne Maschinenpistole. Die hätte ich gerne gehabt.
Okay. Oh, der mit seiner Maschinenpistole, das ist ja die absolute Hölle. Okay. Jetzt rein ins Geschehen hier. Eine Geisterbahn. Du hast dich mit den falschen Weißen angelegt. Kommt her, ich sehe euch den Nigger. Kommt der rum? Der kommt nicht. Machen wir mal ein bisschen pfeifen. Der wartet darauf, dass ich herkomme. Okay. Wo ist die kleine... Wo ist die kleine Ratte? Da. Zack. Okay. Schön unten bleiben, unten bleiben. Da sind noch mehr. Lass den Ratz fallen hier, Mensch. Und lass ihn doch fallen. Was machst du denn? Wieso lässt er den jetzt... Ach so, nach unten, alles klar. So, okay. Weiter geht's. Wow, 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 wow. Ist das wieder eine heftige Folge hier heute. Laut Vater, ich überlasse dir einfach alles. Im Dunkeln wusste, dass deine Zeit gekommen war. Männer, Frauen, sogar Kinder verschwanden. Da kriegten die Leute mächtig. Da ist keiner. Lass mich bloß in Ruhe, bevor du verletzt wirst. Wo ist die Ratte? Wo muss man denn hier jetzt rum? Verdammte Axt, ist das hier dunkel. Verdammte Axt, hat er keine Taschenlampe. Oh, so, ich muss hier irgendwie hier lang und dann um die Ecke. Ah, da bin ich doch hergekommen. Das ist falsch. Was ist denn hier rum? Boah, ist das dunkel hier. Man denkt dauernd, da steht jemand. Oh, ist das heftig. Da sind sie. Da oben ist der, alles klar. Den kriege ich gar nicht von hier. So, den haben wir. Was ist das hier für ein... Wow! Was ist das hier für ein Sound? Okay.
Weiter geht's. Verfolge Richie, ja. Ich muss erstmal seine Armee hier besiegen. Was für ein Schauplatz hier. Okay. Da kommt der Nächste. Da kommt der Nächste. Die Schuss haben gerade noch gereicht hier. So, ich nehme jetzt seine Wumme. Oh, schön mit der Schrot. Wo ist die Ratte? Erstmal finden, wo ist die? Kleine, fiese Bazille. Zwei sind da noch, zwei Viecher. Da kommen zwei Ratten. Zack. Den haben wir. Zack, nächster. Noch einer. Was für eine Aktion hier. Ah, ich warte, bis der schön nah dran ist. Oh, gut reagiert. Woo, woo, woo. Ich hole mir mal ein bisschen Munition, würde ich sagen. Ja, komm her hier, mein Lieber. Kommt da noch mehr? So, okay. Hier müssen wir, glaube ich, rauf. Oder rein, oder... Hä? Ich kann überhaupt nichts sehen hier. Ach, da kann ich gar nicht rauf. Kann er da nicht raussteigen? Nee, kann er nicht. Okay. Scheinbar müssen wir hier lang. Da liegt jede Menge Geld. Der hat wieder eine Maschinenpistole. Komm mir in die Quere und du stirbst dann. Ich seh ihn. Ich seh ihn. Ah, shit! Boah, krass! Heilen! Hat er keine Wumme dabei? Ich hab hier nur diese Spielzeugpistolen. Okay. So, okay. Der hat natürlich auch wieder eine Maschinenpistole. Die sind ganz besonders fies hier, die Pappaufsteller. Oh ja, 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 ja. Da ist er. Wie soll ich da denn hinkommen? Oder ist er, ach, der ist da oben. Da oben steht er. Ich mal darüber. Ah, shit. Oh, ein Schuss, das kann doch nicht sein.
Ein Schuss war das? Ist ja krass. Das kann ich ja gar nicht glauben. Okay. Das ist mein beschissener Stoff. Du hast kein Anrecht darauf. Aber wenn du unbedingt draufgehen willst, dann komm ruhig näher. Ah, ich brauche unbedingt eine andere Waffe. Die Waffe ist richtig schitte hier. Ich nehme mal... Hier. Ja, die Schrot, die ist besser. Lieber seitlich gehen. Wo steht die kleine fiese Bazille? Wo steht die kleine fiese Bazille? So, jetzt sind wir langsam am Ziel. Wo ist die kleine Ratte? Leg dich mit dem Stier an und du kriegst deinen Schwanz tief in deinen blöden Arsch geschoben. Ich kann nicht glauben, dass George hier einen Digger herschickt, um seine Drecksarbeit zu erledigen. Scheiß auf ihn und scheiß auf dich! Muttersöhnchen! Komm her hier. Ich zeig dir mal, wer hier ein Muttersöhnchen ist. Ist er etwa verschwunden? Ja. Versuchen wir es mal hier. Alter Schwede. Der hat gesessen. Komm, Boy. Komm, John Boy. Komm zu Papa. Wo bist du, kleine Bazille? So, du hast so viel Arbeit gemacht. Guck mal die Gun hier. Endlich, endlich haben wir diese Drecksbazille. Meine Herren. So. Das schauen wir uns hier noch kurz an. Und dann ist die Folge auch vorbei, meine Lieben. Geht's noch? Du musst einen Knall haben. Denkst du, du spazierst hier rein, klaust mein Heroin und keiner merkt was? Ich bin nicht hier wegen deinem Heroin, Richie. Ich bin hier wegen dem, was du mit Sammy und Alice gemacht hast. Ich hatte nichts zu tun damit. Ich hab gesehen, wie du Alice das Messer in den Bauch gerammt hast. Damals konnte ich nichts tun, aber jetzt sieht das anders aus. Scheiße, verdammt. Das war doch nicht meine Idee, hörst du? Georgie steckt dahinter, Georgie und sein alter Herr. Die beiden waren es, die euch killen wollten, nicht ich. Was hätte ich denn tun sollen? Nein sagen? Entweder das oder sicher gehen, dass ich auch wirklich tot bin. Nein! Nicht! Bitte! Hör zu! Es ist doch braucht, dass man einen Mann noch ein letztes Gebet sprechen lässt, oder? Du kannst beten auf dem Weg nach oben. Ja, meine Lieben, mit diesen Worten verabschieden wir uns aus dieser Folge. Beim nächsten Mal geht's spannend weiter. Ich bedanke mich bei euch. Haut rein. Bis zum nächsten Mal und ciao.